Ich habe Zeit. Angler Jakob. Goldini. Nusshuhn. Domi. Und Wasser gegen Pflanze. Bin mir nicht sicher. Ja, müsste. Oder? Wie rum war das? Pflanze war gegen Wasser effektiv. Oder andersrum. Pflanze war gegen Feuer schlecht, also Feuer ist ganz verbrannt und Feuer schlägt Pflanze und Pflanze schlägt Wasser und Wasser schlägt Feuer. So war's. Schere, Stein, Papier Prinzip. Plus viele andere. Kampf. Boden. Flug. Fee. Später noch und. Drache. Na, Yomi kann schon ziemlich kämpfen. Das kriegt es schon hin im Kampf, sich zu beweisen. Braucht man gar nicht mehr zurückstecken. Und bald kriegt es eine Entwicklung. Ein großer Sieg ist mir vom Haken gesprungen. Du gewinnst 728 Pokémon und gehst siegreich aus dem Kampf gegen den Angler am Steg hervor. Gar nichts beißt an. Ich glaube, ich könnte eine Pause gebrauchen. Eine Kampfpause. Ah ja. So verbringst du deine Pausen. Interessant. Eine Kenji. Das ist Carpador ein. Ja, so viel dazu. Sehr effektiv. Ja, gegen Carpador ist alles sehr effektiv. Carpador ist so ein unnützes Pokémon. Es sei denn, du kämpfst mit einem Arceus, dann könnte es halt schwierig werden, aber außer nicht jeder ein Arceus im Team daher. Weiterkämpfen natürlich. Das nächste Carpador. Ja, easy. Wie viele Carpadors hast du noch im Team? Carpador sitzt Platscher ein. Ja, vielleicht kann es schon Tackle, also. Ja. Ich glaube, in Pokémon Let's Go Evoli hatte ich es mal spaßeshalber im Team, weil wir das mal gekauft haben für Mengen an Geld. Weil ich meinen Kater da für eine Weile im Team. Also jetzt ernst, der hat ein ganzes Team in Carpador. Da wundert er sich. Erfahrungspunkt fürs Team. Nehme ich. Auch wenn es nicht viele Erfahrungspunkte gibt, aber in der Summe, wenn wir dann Black Carpadors besiegt haben, gibt es halt dann auch Erfahrungspunkte. Ein Volltreffer. Ach was. Gleich Level 16. Sein letztes, oder nicht, sein vorletztes auf. Oh, verdammt, der hat noch eins. Ich werde hier müde. Level 16. Carpador. Natürlich ein Carpador, was sonst? Haben wir es dann mal? Und der Kenji besiegt. Ich hätte wohl etwas ernster bei der Sache sein sollen. Wenn es 600 Pokémon oder gehst siegreich gegen Kenji aus dem Kampf hervor. Oh, okay, Knoss gebraucht wurde noch ein bisschen, bis es sich entwickelt. Und der nächste Kampf. Ich habe mir ein paar starke Pokémon gegangen. Jetzt komm, lass uns kämpfen. Hätte jetzt auch nur Carpadors, oder? Starke Pokémon. Angler Yannick. Was habe ich gesagt? Natürlich. Starke Pokémon hat er sich geangelt.
ein bisschen Sinnesverzerrung oder so. Das ist mal so ein bisschen. Ich hab da das Falsche geraucht. Das hat irgendwie. Das ist. Das hat irgendwie. Ein Goldini, ja, sicher. Ein Goldkind, sagt jetzt da dagegen, die Weiterentwicklung von einem Goldini. Hm? Ja. Kann man machen. Muss man nicht. Aber ist schon. Dann sag mal nichts gegen. Kann schon im Kampf was bringen. Goldini ist halt. Na komm, Knospi. Frisst du doch zum Frühstück. Starkes Pokémon. Hier ist jetzt unser Pflanzen-Pokémon gebraucht. Der Wasser-Pokémon. Dafür trainiere ich dich. Das nächste wird Spoiler der Pflanzenarena sein. Da werden wir unser Feuer-Pokémon kämpfen. Ja, da werden wir mit unserem Feuerstarter durchwaschen. Das ist. Werden wir kaum mitkriegen, dass wir da setzen wir den an die Spitze und durch sind wir. Und mit Flamme hat er nochmal alles platt gewalzt und schon seine starken Pokémon. Zwei Kamado und ein Goldini. Der hat auch irgendwie, keine Ahnung, Verzerrung der Wahrnehmung. Durch die Niederlage habe ich mein Gesicht verkrampft. Vorschmerzen. Rund 600 Pokémon der GSD kriegt aus dem Kampf gegen den wahrnehmungsbeschränkten Angler hervor. Hätte wenigstens aus dem einen Gardos gemacht. Hier noch ein Item. Ein Trank. So, willkommen Ewigenau. Ewigenau, lebendige Vergangenheit. Seine Fahrt mit dem Fahrrad kann wunderbar erfrischend sein. Findest du nicht auch? Ach ja, hier ist ja der Fahrradshop. Da werden wir bald ein Fahrrad kriegen. Und noch was anderes, wo es mich auch seit dem ersten Release-Trailer, nee, seit dem ersten Ankündigungstrailer von Pokémon Strahlen, Diamant und Leuchtende Perle freue. Es ist echt. Ihr wisst, wovon ich rede. Ich nenne es noch nicht beim Namen, aber wir werden vielleicht gleich sogar schon rein dorthin gehen und es bekommen. Ich werde Stunden damit verbringen. Pokémon-Zeit, ich muss hier reden, ich muss mit Leuten reden. Ich würde sagen, wir schauen uns dann erstmal die Statue an. Ich meine, ja, ich habe Pokémon. Das ist die Pokédex-App Zutraulichkeitsstatus, okay. Wen juckt. In letzter Zeit hat Team Galactic ganz schön vielen Leuten ihre Pokémon geklaut, auch mir. Man sollte der Sache nachgehen, aber Team Galactic ist mir einfach nicht geheuer. Ich hoffe, sie tun meinem armen Pokémon nichts an. Wende ein Beleber auf ein kampfunfähiges Pokémon an, um es wieder fit zu machen. Ach was. Und was du nicht sagst. Pokémon-Team habe ich geheilt. Ja, das war... Natürlich. In der Stadt sollte ich jetzt mal... So leid es mir tut. Modi an die Spitze setzen. Unser Starter-Pokémon brauchen wir. Wo ist der des Untergrund meines tiefgründigen Abenteuer? Und wir werden uns so verlieren. Ich weiß ja auch die Statue, deswegen weiß ich, dass wir hingehen müssen. Ich hab's schon als Kind gespielt, dieses Spiel. Das ist deswegen, ja. Hast du unser Gebäude schon gesehen? Wir von Team Galactic sind so stinkreich, dass wir was bauen können. Wann immer wir wollen. Ah, ja. Hey, du da. Ja, du da, Trainer. Du siehst ja stark aus. Ich lasse dich lieber in Ruhe. Ich meine, du darfst deine Pokémon behalten. Oh nein. Schreckliche Kindheitserinnerung. Oh nein. Traumata.
Piano Musik Plays. Oh, das ist doch ein Pokédex. Du hilfst bestimmt Professor Eber aus, oder? Wie heißt du denn? Zwei, also, das merke ich mir. Mein Name ist Cynthia. Ich weiß. Und ich bin ebenfalls ein Pokémon-Trainer. In letzter Zeit studiere ich die Mythologie der Pokémon. Einfach aus Interesse daran. Hier in Ebelgenau steht die Statue eines altertümlichen Pokémon. Man sagt, es sei ein extrem mächtiges Pokémon gewesen. Wer weiß. Vielleicht beginnest du auf deinen Reisen ja auch so ein Pokémon. Ach ja, probiere die hier mal aus. Ich bin sicher, dass die dir nützlich werden sein können. Du hast TM93. Es wird dir im Kampf gegen mich später gar nicht helfen. Verstaubst die TM93 in der Tasche. Zerschneider. Ja, das wird mir im Kampf gegen sie tatsächlich gar nichts helfen. Zerschneider vor allem Attacke, ja okay, in der App. Wenn du mit deinem Pokéch-Zerschneider einsetzt, gelangst du an Orte, die du vorher nicht erreichen konntest. Das ist wichtig, um deinen Pokédex mit Eintragen zu füllen. Denkst du nicht auch? Flüge auf deine Reise, Trainer. Wir sehen uns. Ah. Schmerz. Schmerzliche Erinnerungen. Galaktikgebäude von Ewiggenau. Wir wollen deine Pokémon. Riecht aber nicht. Dann können wir erst rein nach dem Orten. Den holen wir uns mal eben nebenher. Kräutermedizin ist erstaunlich wirkungsvoll, schmeckt aber sehr bitter. Pokémon mögen sie daher nicht so gern. Warte, ist das hier? Das hier, wo was ich denke? Willkommen im Kräuterladen. Wirkungsvolle und preiswerte Medizin. Bist du hier genau richtig? Vitalkraut, ja, das ist Top-Beleber einfach. Ein bitteres medizinisches Kraut, das Krampf und Pokémon belebt und die KP verschnitt auf. Ich gebe mein ganzes Geld aus, was ich hier im Spiel habe. Kauf alles. Es ist ein Ersatz für. Ich nutze das nur noch. Ich kauf alles, was du kannst. Neu ein Stück. Das Zeug ist wundervoll. Billiger als ein Top-Beleber. Top-Beleber kann man ja, glaube ich, gar nicht kaufen. Also billiger als ein Top-Beleber wäre. Und nice. Was neun Bündel Vitalkraut. Vitalkraut ist einfach nutzen. Ich vergesse dann immer wieder, wenn wir dann doch wieder Beleber haben und so, aber Vitalkraut ist der Hammer. Jemand soll Kräutermedizin erfinden, die nicht bitter schmeckt. Das wäre ein echter Durchbruch. Scheiß auf das Bitterschmecken, das ist meine. Drückst den Pokémon rein. Angeblich stellt diese Statue ein Pokémon dar, das vor langer Zeit gelebt hat. In die Pokémon-Statue ist eine Inschrift eingemeißelt. Geburt von Dia an Beginn der Zeit. Das ist eine Dia-Statue, man sieht's. Lacht oder weint. Fluss der Zeit, konstant. Segen von Dia. Text ist kaum lesbar, an manchen Stellen ganz verschwunden. Ihr wollt mich auf den Arm nehmen? Als ob ich das nicht erkenne. Hier stehen Räder rum. Ich traue mich gerade gar nicht in das Untergrundhaus, weil sobald wir das Untergrundset haben, jetzt kann ich es ja sagen, ist eigentlich. Es war ja eigentlich schon klar. Wir werden in den Untergrund gehen und wir werden den zweiten Ohren niemals machen. Wir werden dort verschwinden und nicht wiederkommen. So ungefähr. 100 Parts im Untergrund. Ewiggenau wurde zu Ehren eines altertümlichen Pokémon erbaut. Vieles hat sich seitdem geändert, aber das Wichtigste bleibt stets erhalten. Ich hoffe, das wird auch weiterhin so sein. Das nehmen wir heute am Schluss des Parts und dann beenden wir das mit einem Cliffhanger im Untergrund rein. Hast du die Pokémon-Statue gesehen? Als ich ein Kind war, stellte ich sie in den Mittelpunkt vieler Feste dar. Stellte sie den
Mittpunkt vieler Feste war. Nicht sie hat ihn dorthin gestellt. Da ist noch ein Rüpel. Hey du, weg da von der Pokémon-Statue. Du Galaktik führt hier eine offizielle Untersuchung durch. Ich bin ja schon weg. Ewige genau. Lebendige Vergangenheit. Jetzt ist so krass. Könnte man noch ein bisschen trainieren vor der Arena, wenn man es nötig hat. Wenn man Pflanzen-Pokémon des Starter genommen hat und kein Feuer-Pokémon ins Team bekommen hat. Ist bisher schon, also wenn man Pflanzen-Starter bekommen hat, dann muss man hier noch trainieren. Das ist dann, ist die Arena schwierig. Feuer-Pokémon gab es unterwegs, aber noch nicht. Galoppe und so weiter gab es noch gar nichts zu kriegen. Fahrradladen. Okay. Der Manager ist vorhin zum Gebäude von Team Galactic gegangen. Er ist immer noch nicht zurück. Was hält ihn nur so lange auf? Dürfen wir uns dann ein rotes oder ein grünes aussuchen? Ich weiß es ja. Kasse ausrauben? Da kommen wir nicht rein. Schade. Wen haben wir hier? Man sagt, dass hier sei eine uralte Stadt. Aber so wirkt sie gar nicht, oder? Sieh dir nur all diese hohen Gebäude an. Ewig genau ist auch nicht mehr als das, nicht mehr das, was es früher einmal war. Wohnanlage, ewig genau. Namensbewertung möglich. Oh, Namensbewerter. Braucht man nicht, aber gut. Seit Team Galactic dieses Gebäude errichtet hat, ist die Atmosphäre hier ziemlich angespannt. Man weiß ja nicht mal, was die dort überhaupt treiben. In die Arena gehen wir dann gleich. Okay, hier können wir durch. Mit dem Erkundungsset die Untergrundhöhlen zu erforschen, macht total Spaß, nicht wahr? Hehehe. ja. Wenn du ewig genau besuchst, musst du einfach mal mit dem Fahrrad die Radwege entlang fahren. Hier können wir wahrscheinlich nicht weiter, weil wir Fahrrad brauchen. Du benötigst ein Fahrrad, wenn du auf den Radweg möchtest. Hey Zwergi, wir haben uns hier eine ganze Weile nicht gesehen. Oh, jetzt sag bloß, du weißt nicht mehr, wer ich bin. Ich bin doch Professor Eibes, Assistent. Und außerdem der Vater von Lucius. Ich bin eigens hergekommen, weil mich der Professor gebeten hat, dir bei deinem Abenteuer zu helfen. Also, wie viele Pokémon bist du denn schon begegnet, wenn ich fragen darf? Ach, du liebe Zeit, du hast 35 Pokémon getroffen. Fantastisch, reife Leistung. Professor Eibe wird sehr erfreut sein. Hier, das für dich. Ein Sonderbonbon. Uha. Verstaust das Sonderbonbon in der Tasche. Gibt man ein Pokémon ein Sonderbonbon, steigt es sofort ein Level auf. Damit kannst du schwächere Pokémon stark und stärkere Pokémon ständig noch stärker machen. Wie du es einsetzt, ist natürlich dir überlassen. Ich gebe dir noch einen Tipp. Möglicherweise gehöre ich dir ein per Tausch erhaltenes Pokémon nicht, wenn sein Level zu hoch ist. Doch wenn du es erstmal ein paar Orden gesammelt hast, wird das schon. Ach was. Die Sonderbonbons sparen wir uns auch auf. Für später. Waren wir schon im Pokémon Center? Ich glaube ja, da waren wir schon mal drin. Was gibt's hier noch zu kaufen? Wie kann ich dir helfen? Haben wir genug Supertränke? Nee, haben wir nicht. Müssen wir noch kaufen? Nein, ich will nicht einen Supertrank. Wir haben kein Geld mehr. Drei Supertränke nur für den Fall, dass wir es in der Arena brauchen. Glaube ich nicht dran. Die haben super, die würde ich mir aber aufgeben, das Vitalkraut. Die Top-Beleber. Puh, im ewigen Wald, Wald habe ich ganz schön in der Klemme gesteckt. Von jetzt an nehme ich immer und überall ein Fluchtseil mit, das ist sicher. Schmerz. Kannst du ja versuchen. Je mehr Orden du sammelst, desto mehr Items haben die Pokémon-Supermärkte für dich im Angebot. Flucht sei im Wald. Aua. Ja, wir machen den Untergrund-Dings bewusst zuletzt.
Ich verliere mich davon. Hallo, hallo, ich bin der Namensbewerter. Soll ich die Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Mach mal. Welche Pokémon soll ich den Spitznamen bewerten? Ja, das hier können wir jetzt mal, experimentell machen. Auswählen. Jetzt brauchen einen anderen Namen. Lumi haben wir nämlich schon im Team. Passender Spitzname, aber wollen wir noch einen anderen passenden geben? Sehr schön, wie soll denn der Spitzname lauten? Okay, da müssen wir uns noch einen ausdenken. Random mal einen Namen aus meinem Discord-Server genommen. Alles klar, von nun an heißt dein Pokémon Felix. Dieser Name passt viel besser zu ihm, das stimmt. Eine gute Entscheidung. Haben wir es auch mal gemacht. Entschuldigung, hast du einen Pokémon namens Bamadin? Willst du es vielleicht gegen meinen Powdergeist tauschen? Nein, habe ich auch keins. Ach, schon gut, macht nichts. Lass uns unbedingt tauschen, falls deine Meinung mal ändern solltest. Das würde ich sogar machen, Bamadin gegen Powdergeist, lohnt sich. Hey, ich bin der Hausverwalter und halte ich hier 24 Stunden am Tag wachsam die Augen offen. Das ist mit den, Tauschen, die haben dann immer blöde Namen, die kann man dann nicht ändern mit dem Namensbewerter, das ist halt dann scheiße. Und Arena-Leiterin Silvana geht manchmal in den Ewigwald. Ich frage mich, was sie dort macht. Trainieren wahrscheinlich. Davon gehe ich aus. Blumenahen blühende Pracht, wir bringen den Farbe ins Leben. Diese TMs habe ich jetzt schon so lange, ehrlich gesagt, brauche ich sie nicht mehr. Hier hoffentlich kannst du damit mehr anfangen als ich. Du erhältst TM 67. Verstaust die TM 67 in der TM-Tasche. Okay, eine Etage haben wir noch. Oder sogar mehr? Ja, eine Etage. In den Untergrundhöhlen liegen schimmernde Steine auf dem Boden herum. Erzähl nichts vom Untergrund. Ich habe viele Sticker gesammelt, mit denen ich nun meine Pokémon beklebe. Bald kann ich mich in der Herausforderung Super Wettbewerb schon in Herzhofen zeigen. Oha, da werde ich mich auch noch drin verlieren. Und im Park der Freude. Arena-Ohren sammeln, Wettbewerb gewinnen. Es gibt viele verschiedene Wege, ein Sieger zu sein. Ich hoffe, du findest etwas, worin du der strahlende Gewinner sein kannst. Naja. Es ist der Hammer. Ich habe ein Like für meine Geheimbasis erhalten. Likes? Okay. Werden wir noch mitkriegen. Gibt es wieder eine Online-Funktion, wo man seine Geheimbasis online stellen kann? Ein Foto von seiner Geheimbasis oder so. Oh wei. So, jetzt hätten wir alles. Dann würde ich mal sagen, rein hier. Hallöchen. Wer bist denn du? Untergrundmann. Ich war der Erste, der in die Untergrundhöhle gegraben hat. Deshalb nennt man mich auch den Untergrundmann. Ich habe ein Geschenk für dich. Nutze es weise. Das ist ein Fehler, dass du mir das gibst. Du hältst das Erkundungsset. Erkundungsset. Verwende das Erkundungsset, das du in der Basis-Items-Tasche des Beutels finden kannst, um dich in die Untergrundhöhle zu begeben. Ach ja. Ich könnte dir beibringen, wie du eine exzellente Höhlenforscherin suchst. Und bist du interessiert? Ich wollte noch mit den anderen. Und lass uns am besten gleich in die Untergrundhöhle gehen. Es ist ganz leicht, die Untergrundhöhle zu betreten. Verwende einfach dein Erkundungsset. Allerdings musst du dazu draußen sein. In Häusern oder Höhlen klappt das nicht. Und jetzt ab mit dir. Ich tu nix. Er wurde gehackt. Vom Untergrundtyp. Hey Zwergi, bist du das erste Mal hier? Ja, und nicht das letzte Mal. Also hier in diesen Untergrundhöhlen? Ja.
Willkommen in Sinnohs Untergrundhöhlen. Die Höhlen bilden ein riesiges Netzwerk aus Gängen unterhalb von Sinnoh. Wie, was ich hier mache, fragst du, wie erkläre ich das am besten? Zeit vergeuden. Du kannst hier unten sozusagen alles tun, worauf du Lust hast. Du kannst unter anderem nach Schätzen graben oder eine Geheimbasis errichten. Genaueres erfährst du vom Untergrund, Mann, in Ewigenau. Wenn du zurück an die Oberfläche möchtest, drücke einfach Y. Ich muss jetzt los, man sieht sich. Bevor wir hier wirklich loslegen, ich lasse mich nochmal erklären. Wie ich sehe, bist du in der Untergrundhöhle gewesen. Sehr gut, dafür gibt es eine Belohnung von mir. Puposphäre S. Dass ich überhaupt wieder hochgekommen bin. Du hast eine Indigosphäre S. Du hast eine Jadesphäre S. Die Untergrundhöhlen tummeln sich Pokémon, die man hier oben nicht zu Gesicht bekommt. Begegnest du so einem seltenen Pokémon, steigt die Freude gleich ins Unermessliche. Aha, andere Generations-Pokémon oder was? Den tiefgründigen Abenteuer haben gerade erst begonnen. Komm jederzeit vorbei, wenn du mehr erfahren willst. Ich will erstmal mit den anderen reden. Hat er mich nicht lassen. Die unteren Türen sind unfassbar weitläufig. Alles zu erkunden macht echt Spaß. Auf zu den Fossilen. Ich arbeite im Bergbaumuseum in Erzlingen. Der Untergrundmann hat mir Tipps dazu gegeben, wie man Fossile ausgraben kann. Und bevor ich loslege, werde ich nun auch dir einen Tipp geben. Im Graben stößt du manchmal auf dunkle Steine. Die sind sehr hart. Wenn du zu oft auf sie einschlägst, bricht die Wand zusammen. Merkt ihr das, dann kommst du mit dem Sammeln von Fossilien rasch voran. Oh je. Na dann würde ich mal sagen, verlieren wir uns im Untergrund. Ich speichere mal zwischen. Nochmal hier ein Spiel speichern. Und gehen wir in den Grund am Untergrund. Verlieren wir unsere Zeit. Wertvolle Lebenszeit im Untergrund. Es ist ja schön. Macht ja Spaß. Ja, aber trotzdem vergeudete Zeit. Wir werden nie mit dem Spiel weiterspielen. Wir werden im Untergrund feststecken. Oder auch nicht. Mal schauen. Oha. Wir werden uns verlieren. Na gut. Und tschüss, Mann. Online geht auch. Allein erstmal. Und tschüss, Mann.